Ganga Flundi Teni Orviri Dal A. Halo! Master Chief Collection, Halo 3, ODST geht weiter. Heute, an diesem wunderschönen Abend, spiele ich gechillt weiter und drücke auf Fortfahren. Und wir sind immer noch in den unterirdischen Tunnelsystemen. Und da die Kamera nicht mehr viel Saft hat, werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich wieder nur noch hören. Nach dieser schönen Mod. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ohne meine Fräse. Ja, also wie gesagt, wir sind hier immer noch zu Gange, haben unseren Partner noch mit da, der den ganz gut ablenkt, damit ich da schön gemein von hinten die abballern kann. Ja, es passt doch. Alter. Okay, den habe ich ganz gut erwischt. So. Der hat einen Karabiner, das muss ich mir merken. Weil den werde ich mir gleich wieder zulegen. Nein, hier. Zack, wo ist denn mein Karabiner? Weil der hatte doch auch noch Munition. Das ist doch super. Also ich muss sagen, ich bin mit dem Karabiner in letzter Zeit echt warm geworden. Weil der relativ... Ah, komm, das schnell kaputt machen. Präziser ist, ist zwar Einzelschuss, aber wenn man schnell am Klicken ist, passt das schon. Der soll mal von hinten schon ein bisschen aufräumen. Ich sag auch mal hier die Zeit, dass ich nicht zu lange diesem Spiel fröne. So, schnell mal den hier kaputt machen. So, das lief doch sehr gut. Es ist halt echt Copy and Paste. Wir haben immer diese Gänge und dann kommen diese Beute. Wollen Sie auch unter auf Ebene 9? Ja. Ich könnte Verstärkung gebrauchen. Ja, ich auch. Zugriff gewährt. Das ist schön. Dann auf. Auf. Ich weiß noch nicht immer, was das hier ist. Alter. Haben Sie das gehört? Bagger, auf Ihrer Ebene. Oh nein, hier oben sind Sie auch. Sie kommen auf die Luft schenken. So, perfekt. Ah. So viel zu meiner Unterstützung. Verbrechen lohnt sich nicht. Oh, nee. So, lassen wir den erstmal nachladen. Trotz, dass ich die ja wirklich gut treffe, sie halten einfach so wahnsinnig viel aus. Die Waffen taugen halt echt nicht gegen die. Hat er sich gerade selbst in die Luft gejagt? Wirkt er gerade so ein bisschen. Ah, gut. Mit Karabiner kann man immerhin schnell so einen ausschalten, wenn man ihn gut trifft. Nice. Zack. Bin ich aufs Nachladen gekommen? Nein, der kommt mir zu nahe. Fuck you. So, jetzt ein bisschen in Deckung gehen. Nice. Okay, ich kann so ein Ding auch mitnehmen. Kein Problem. Warum auch? Nicht, dass dieses Teil 100 Kilo wiegen würde. Aber okay. Munition ist Munition ist Munition. Gehen wir immer weiter runter. Bist du Feind oder bist du toter Feind? Du siehst aus wie toter Feind. Buck? Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Aber es tut mir leid. Ich hätte dir mehr über die Mission sagen sollen. Und ach was. Über alles andere. Was ist das hier unten? Ist das, das wirkt so ein bisschen wie Serverraum oder so.
Okay, hier wird gekämpft. Das war nicht wenig. Multikill. Willkommen, du mich auch. Aber hübsch sieht das aus. Ich war jetzt die ganze Zeit in diesem Nachtschichtmodus. Ja, das machen wir heute. Nachtschicht. Okay. Sie? Ich dachte... Ja. Ach, egal. Sehr gute, ausgebildete Leute. Dass der Rookie weiterkommt wie alle anderen. Sofort. Spricht nicht gerade für die Ausbildung. Hier lang. Und zwar leise. Einige Idioten haben das Gebäude oben gesprengt und das ganze Nest geweckt. Darunter? Das ist der Superintendent. Die KI, die alle Systeme der Stadt steuert. Meine Mission, unsere Mission, ist, seine Daten zu sichern. Aber es gibt nur einen einzigen Weg da rein. Direkt durch das Nest. Witzigerweise haben wir allein zu gehen wäre Selbstmord. Ich hatte auf mehr Verstärkung gehofft. Aber sie müssen reichen. Waren Sie die ganze Zeit allein? Haben Sie oben gekämpft? Wenn Sie nicht die Nacht im Pott waren, müssen Sie einiges drauf haben. Beweisen Sie es. Okay. Tun wir das. Ich habe nur ein Problem. Mir fehlt Munition, um Erschu zu treten. Wie häufiger. Aber wir sind ja Gott sei Dank mit der unterwegs. Unter uns. Ja, gut. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Sehr schön. So langsam bin ich im Flow drin. Ist einfach so ein Sidestep und weicht aus. Das finde ich schon lustig. Hier geht mir auf den Sack. Gehe ich drauf, so ein paar Schakalen, die nicht drauf gehen wollen. Schuss, das soll passen. Was ist denn mit ihm los? Fuck. Man tauscht aber auch Grütze durch Grütze. Geht in Deckung! Das war eine gute Granate. Okay, ich bin beeindruckt. Ich auch. So, weiter geht's. Ich verstehe. Es wird wärmer. Wir müssen direkt unter dem Nest sein.
Gehen Sie über die Brücke. Vielleicht geht's da nach oben. Soldat, hier lang. Ich bin doch schon da. Hier ist ein Fahrstuhl. Kommen Sie zu mir. Ich bin doch vor dir da. Fahrstuhl nach oben. Nächster Halt. Baggerzentrale. Baggerzentrale. Verrucht. Ich verstehe. Wir müssen zusammenbleiben und schnell und leise vorgehen. Alter. Verdammt, da sind sie. Ja, sicher gelohnt. Ich hab so das dunkle Gefühl, dass sie mir nichts bringt. Na, na, komm schon, komm schon. Nice. Immer weiter, Mädchen, immer weiter. Immer weiter, Mädchen, immer weiter. So ist brav. Wir können nicht zurück. Wir müssen weiter. Das ist, was ich gerade sage. Gute Arbeit. Ja, das war auch wirklich nicht so schlecht. Bin ich selbst gerade ein bisschen begeistert von meinem Skill. Die Waffe ist aber halt auch echt gut präzise. Ich weiß noch nicht, ob ich hier richtig bin. Und es gibt Leitern in einem Halo-Spiel, weil hier es echt nur Seltenheit ist. Ah, jetzt treffe ich das gar nicht. Kanonen auf Spatzen. Ah! So vor der Nase, nichts treffe ich. Ich habe mich verlaufen. Ist noch bestimmt hier weiter irgendwie. Ich hätte gar nicht da mich hinkämpfen müssen, nervig da. Bagger. Ich habe einen Weg gefunden. Das ist schön. Wenn du ihn findest, lass mich ihn laufen. Was ist das? Und welche Karabiner? Kommen yes, Sie. Sir. Das Datenzentrum ist ganz nah. Nice. Ist auch schön, dass es hier Medipacks gibt. Gibt es leider viel zu selten in Spielen. Okay, wir waren schon richtig gut. Das sieht doch gut aus. Wie, warte? Auf was? Es wird nicht lange dauern, bis sie durch die Tür kommen. Wir müssen sie ausschalten, jetzt! Gut. Ah, schon wieder so ein Typ. Okay, sein Schild ist unten. Jetzt los, 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 los. Wieso hat er wieder Schild? Wieso hatte der wieder ein Schild? Ah, immerhin ordentlicher Checkpoint. Es wird nicht lange dauern, bis sie durch die Tür kommen. Wir müssen sie ausschalten, jetzt! Kein Kontakt! Okay, ich sterbe mit einem Schlag. Ich will gar nicht wissen, wie das auf legendär ist. Da kriegst du doch so einen krassen Hals. Es wird nicht lange dauern, bis sie durch die Tür kommen. Wir müssen sie ausschalten, jetzt! Der springt einfach von allem weg. Okay, ach. Okay, ich bleib hier.
warte einfach. Nicht übel. Sie wissen, was Sie tun. Das ist korrekt. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Das ist schön. Zugriff gewährt. Dann lass mal. Schön langsam. In jede Ecke sehen. Nicht so viel labern, mehr machen. So, wieder eine Zwischensequenz. Darauf einen guten Schluck Cola. Nom, 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 nom. Uiuiui. Nicht schießen! Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Das Ding ist tatsächlich ein Lebewesen. Die kennen wir schon von früher, aber so nah waren wir noch nie dran. Soweit ich weiß, sind das Gefangene oder Sklaven. Jedenfalls mögen sie die Allianz genauso wenig wie wir. Den habe ich in den Tunneln gesehen. Er griff auf Comms, Sicherheitskameras, die Verkehrssteuerung zu. Auf alles. Schließlich kam er hierher. Der MND nennt sie Ingenieure, hält sie für eine Art biologischen Supercomputer. Wenn ich recht habe, hat dieser die Daten des Superintendent mit seinen eigenen kombiniert. Interessant. Alles, was wir über die Allianz wissen wollen, wonach sie unter der Stadt suchen, ist hier, direkt vor uns. Ist er süß, wer uns mit seinen 6 Augen anguckt. Die Bagger haben den Alarm ausgelöst. Bug! Veronica, wo bist du? Im Datenzentrum, aber wir kommen raus. Ja. Keine Zeit für Erklärung, aber schießt nicht. Ich wiederhole, schießt nicht auf Ziele, die pink sind. Wie du meinst, aber beeil dich. Die Brutes sind wegen des Ingenieurs hier. Sie wollen ihn umbringen. Sie. Bleiben Sie hinter mir. Okay? Hat er gerade salutiert? Dann mal los. Der Ingenieur hat noch Schilde, aber sie werden nicht lange halten. Wir müssen uns den Weg zu Buck bahnen. Bahnen wir den Weg zu Buck. Kann ja nicht so schwer sein. Da ist Buck. Hallo Buck. Verstehen. Neuer Plan. Ja, und noch einmal. Okay, so viel dazu. Ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Scharfschützengewehr. Das ist der Ausgang. Gehen Sie durch die Tür. Ein Strahlengewehr aufgenommen. Ja, dann machen wir das doch. Okay, wo geht's lang? Ach du Scheiße. Wegen dieses Objekts solltest du mich mal aufklären. Nicht jetzt, was? Die haben doch was am Laufen. Soll ich doch von hier, dass da was im Busch ist. Okay, der ist einfach schon vorgelaufen. Tür ist zu. Verdammt.
Keine Sorge, wir haben den Schlüssel. Du leuchtest komisch. Ach, versorgt er uns mit Energie oder was? Achso, ich stand dir im Weg. Entschuldigung. Von denen haben wir heute Hunderte gesehen. Was ist an dem so wichtig? Dieser Ingenieur weiß, was die Allianz vorhat. Und wenn ich mehr davon erwische, weiß ich es auch. Ihr Wissen kann den Krieg entscheiden. Oh. Ihr habt doch keinen umgebracht, oder? Nein. Naja, ein oder zwei. Tausend. Gute Arbeit. Woher sollte ich das wissen? Aber echt? So. Fahrstuhl, na los. Kommt der denn an mir so schnell vorbei? Naja. So. Das war's von Teil Nummer 11. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu dem letzten Teil, Teil Nummer 12, wo wir Halo Odyssey beenden werden. In diesem Sinne sage ich bis dahin und bis auf dann.